Wir müssen verstehen, was für ein Chaos die älteren Generationen angerichtet haben, das wir nun aufräumen und mit dem wir leben müssen. Mit solchen Sätzen hatte die erst 16-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg den Teilnehmern der Klimakonferenz in Katowice ins Gewissen geredet. Nun ist sie nach Davos gereist, natürlich nicht mit dem Flugzeug. Sie nahm den Zug und schoss dabei Fotos für ihre Twitter-Follower. Zeit hatte sie dafür zu Genüge. Die Fahrt dauert weit über 30 Stunden. Neben Proviant hat sie im Gepäck ein Demonstrationsschild mit der schwedischen Aufschrift »Schulstreik fürs Klima«. Mit ihrem Schulstreik ist sie nicht mehr allein. Nicht nur in der Schweiz ist Greta zum Vorbild geworden. 4000 Schülerinnen und Schüler gingen in Genf für das Klima auf die Straße. 8000 sollen es in Lausanne gewesen sein.